Herzlich willkommen bei Leuchtkraft TV. Heute spreche ich mit Martin Kobauer von Alpenkraft. Alpenkraft hat gerade ihr vierjähriges Jubiläum gefeiert und ist ein österreichisches Unternehmen, das in meinen Worten einfach eine Bereicherung für den Gesundheitsmarkt ist. Und warum, das erfährst du in diesem Interview. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du dabei bist heute. Danke, herzlich für die Einladung. Ja, Alpenkraft, da würde mich sehr interessieren, wie ist es denn dazu gekommen, Alpenkraft zu gründen? Und welche Vision steckt da dahinter? Also wir haben am Beginn 2020 die Firma Alpenkraft gegründet. Also eigentlich war es heißt die Firma AVM Online GmbH. Wir wollten einfach ein Online-Unternehmen gründen, das sich etwas abhebt von den normalen, sehr anonymen Online-Unternehmen wie Amazon, Zalando und so weiter, wo es wirklich sehr, sehr schwer ist, dass man da jemanden an die Strippe bekommt, wenn einmal was nicht so ganz funktioniert. Und das war unsere erste Vision. Und ich komme aus dem Wassersport, war ja früher Profi-Ruderer und war dann überall auf der Welt unterwegs. Und was mich immer so geärgert hat, war in den verschiedenen Hotels, dass niemand Wert auf eine gute Dusche gelegt hat. Und gerade als Sportler war das immer super wichtig, dass man sich später dann gut regenerieren hat können, nach einem Training oder Wettkampf. Und so bin ich dann auf das Produkt gekommen, dass wir eine Dusche konstruieren. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und rund um die Dusche haben wir jetzt sehr viele andere Artikel bereits aufbauen können und sind 4 Jahre schon, ja, sehr erfolgreich damit. Ja, im Hintergrund, da haben wir jetzt gerade davor drüber gesprochen, hängt auch schon ein schönes Bild, das Ja. euren Duschkopf symbolisiert. Und um den geht es jetzt auch vor allem, weil ich habe den selber schon ausprobiert, habe ich dank meiner Mama kennengelernt und bin einfach begeistert. Mir ist es auch jetzt wichtig, das weiterzugeben. Was sind denn die Unterschiede zwischen eurem Duschkopf und einem herkömmlichen Duschkopf? Ja, uns war sehr wichtig, dass wir gerade in der jetzigen Zeit, wo die Energiepreise, Wasserpreise, Kanalpreise und so weiter ja wirklich sehr stark nach oben gegangen sind, dass wir einen Wasserspar-Duschkopf konstruiert haben. Das übrigens zu einer Zeit, bevor dieser Wahn gekommen ist, wo jeder gesagt hat, ich muss jetzt auf Wasserspar-Duschkopf umsteigen. Das hat uns natürlich in die Hände gespielt, dass wir dieses Produkt schon hatten. Und der große Unterschied ist natürlich auch, oder der messbare Unterschied, dass wir wirklich maximal 8, 8,5 Liter durch diese Dusche durchlassen und somit einfach gegenüber einem herkömmlichen Duschkopf so um die 30, 40% Wasser sparen, der circa 12 Liter pro Minute braucht. Und das ist einmal so der messbare Unterschied. Leider Gottes ist es dann so, dass sich Kunden teilweise wirklich beschweren, dass sie mehr Wasser brauchen, aber das mit einem Augenzwinkern, weil sie einfach sagen, dieses Feeling, diese besondere Wasserstrahlen sind so cool, dass sie überhaupt doppelt so lange in der Dusche bleiben als normal. Kann Also ich bestätigen. im Endeffekt kannst du bestätigen, sehr schön. Ja. Im Endeffekt wird dann mehr Wasser verbraucht, aber das natürlich nur mit einem Augenzwinkern. Also wir sind ein Sparduschkopf. Wir haben Perlen im Duschkopf integriert, was man am Bild auch sieht und auch hier die Perlen, die im Duschkopf integriert sind, im Griff. Diese Perlen sind Zeolithperlen und Zeolith ist eines der wenigen natürlich vorkommenden Mineralstoffe oder Mineralien, die es wirklich schaffen, Kalk auch aufzuspalten in Einzelteile. Und deshalb eines der Vorteile ist einfach, dass Haare besser kämmbar sind, dass die Haut sich weicher anfühlt. Also in diese Richtung, in die Wohlfühlrichtung gehen wir mit dieser Dusche und haben die auch immer wieder weiterentwickelt, Innovationen reingebracht. Wechseln der Perlen geht ganz einfach mit einem Bajonettverschluss, den wir erfunden haben. Das Herzstück ist eben diese Streuscheibe, wo man kaum die Löcher und die Düsen sieht. Und deswegen gibt es auch so einen tollen Strahl. Also das sind jetzt die spürbaren und messbaren Vorteile der Alpenkraft Zugspitze, wie wir sie nennen. Das Schöne finde ich auch, dass man den Strahl verändern kann. Da gibt es ja Genau, drei Varianten, die man einstellen kann. wir haben drei Varianten, die man einstellen kann. Das geht ganz leicht. Also während des Duschens, das ist ja auch selten, dass man einen Duschkopf die Strahleinstellungen verstellen kann. Meistens braucht man dazu beide Hände. Bei uns geht das mit einer Hand. Und
Ja, da gibt es einen ganz, ganz starken Strahl, den Jetstrahl, der dann überhaupt ganz cool ist. Ich sehe bei dir auch deine langen Haare, Genau, ja. das Shampoo auszuwaschen. Es funktioniert hervorragend. Aber wir haben dann im Laufe dieser 4 Jahre ganz witzige und interessante Rückmeldungen von Kunden bekommen, an die wir selbst nicht gedacht haben. Also es wird zum Beispiel ganz stark bei Haustieren verwendet, die Dusche, weil Ah. aus irgendwelchen Gründen, aus interessanten Gründen, Hunde einfach keine Angst mehr haben, sich abduschen zu lassen, weil er schön und angenehm auf der Haut ist. Da bekommen wir Bilder von Hundemamas, die sagen, sie bedanken sich herzlich für das Produkt, weil sie einfach sagen, mein Haustier hat sich noch nie so leicht abduschen lassen. Oder auch als Munddusche wird die Dusche verwendet. Der Strahl ist zwar sehr, sehr stark, aber trotzdem fein, dass man sich da nirgends irgendwie verletzt oder dass es wehtut. Oder wenn man das Wasser auf- und abdrehen ganz gut im Griff hat, wird die Dusche auch als Intimdusche genutzt. Warum? Weil der Strahl einfach sehr, sehr exakt und sehr, sehr angenehm auf der Haut ist. Und das kann man einfach sehr, sehr gut regulieren. Ja, danke dafür. Jetzt ist ja nicht nur der Duschkopf bei euch interessant, sondern ich habe auch gesehen, ihr habt zum Beispiel unterschiedliche Seifen, auch mit Genau. Zeolit dabei. Ich glaube, auch mit verschiedenen Kräutern habe ich gesehen. Und auch zum Beispiel eine Paste, womit das Reinigen total Genau. leicht passiert. Vor allem wahrscheinlich auch beim kalkhaltigen Wasser, wie es bei uns auch oft der Fall ist. Genau, also wir haben mit der Dusche angefangen. Das war und ist noch immer unser Lead-Produkt. Also wir sind da auch schon in sehr, sehr vielen Hotels. Also es gibt da 5-Sterne-Plus-Wellness-Hotels, wie das Hotel Feuerberg da bei uns in Kärnten, das dann auch wieder die Duschen an deren Gäste verkauft. Ja. Da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir ganz viele Hotels haben. Und dann haben wir uns vorgestellt, okay, was passiert jetzt mit Alpenkraft weiter? In welche Nachhaltigkeit und in welche Bioprodukte, in welche Gesundheitsprodukte wollen wir noch investieren und wollen wir entwickeln? Und so wie du angesprochen hast, also es gibt da die Seifen, die am Katschberg hergestellt werden, von einem sehr, sehr engagierten Menschen, der da sehr lange herumprobiert hat, und wir haben jetzt Seifen entwickelt, wo wir Zeolit, also medizinisches Zeolit, in diese Seifen hineinmischen. Das hat den Vorteil, dass da wirklich auch Schadstoffe nicht nur, oder sagen wir so, gute Stoffe nicht nur an die Haut abgegeben werden, sondern Schadstoffe von der Haut herausgezogen werden. Zeolit ist ein sehr, sehr poröses Material. Es wird auch zum Detoxing verwendet, auch also oral einzunehmen. Bei uns in den Seifen sorgt es dafür, dass schlechte Stoffe von der Haut abgenommen werden. Aber wir haben auch andere Produkte wie diese Blitzblank-Paste, die du angesprochen hast. Unglaublich sensationelles Produkt, das haben wir gemeinsam mit einem Produzenten in Frankreich entwickelt. Das ist ein Ding, es besteht aus weißem Ton und Tonerde, Kaolin genannt. Und ist in Wahrheit, ersetzt 90% aller Reinigungsmittel im Haushalt. Also ob es Schmuck ist, ob es Sneakers sind, ob es Töpfe, Pfannen, Ceranfelder, Bäder sind. Und das Coole daran, es ist völlig ungefährlich für Kinder und man kann es sogar essen. Also ich habe in einem meiner Videos sogar das Produkt gegessen und habe dann gezeigt, wie ich mein Wohnmobil damit gereinigt habe. Also unglaublich lässiges Produkt, und da sind wir echt sehr, sehr happy, dass wir das haben. Und auch im Hautsegment haben wir den Zeolith-Kräuterbalsam, der aus Alpenkräutern besteht, Bienenwachs, Thymian, Rosmarin, Salbe und so weiter, gegen Hautpusteln, gereizte Haut, all diese Sachen, Bio-Antikalkspray ohne Duftstoffe. Also auch völlig ungefährlich und für Duftallergiker geeignet. Also alles ganz spezielle Produkte, ja, aber wirklich sehr, sehr natürlich, und auf das legen wir unglaublich viel Wert, weil ich einfach glaube, das ist die einzige Möglichkeit, hier nachhaltig als Firma auch zu bestehen, gerade im Online-Bereich. Genau. Ja, mir selber ist es einmal wichtig, dass ich Produkte finde, von denen ich überzeugt bin, aber die eben auch keine Schadstoffe abgeben, Genau. sowohl ins Grundwasser. Das ist ja ein großes Ja. Problem, das, was wir alles da auch zum Beispiel bei der Dusche runterkippen,
Das ist Durch immer. das Putzen, durchs Waschen. Man sollte ja alle Bereiche wirklich anschauen und deswegen bin ich sehr dankbar immer, dass es gute Produkte am Markt schon gibt und da finde ich, dass jeder von uns auch die Lösungen fördern kann. Ja, absolut, absolut. Also das eine bei uns sind die Produkte, wo wir wirklich auch unserer Verantwortung sehr wohl bewusst sein. Also wir sind jetzt bei circa 250.000 Haushalten in Deutschland und Österreich vertreten mit Alpenkraftprodukten. Das ist schon eine Nummer. Ja. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und zum anderen ist es der Service, das wir bieten. Also meine Vision war immer zu sagen, wir wollen uns eben abheben von normalen Online-Shops und ein Service bieten, wie damals noch beim alten Kreisler, wo du wirklich Beratung bekommen hast, wo du auch nach dem Kauf Hilfe bekommen hast. Und natürlich haben wir Reklamationen, das ist ganz normal. Ab und zu passt ein Produkt nicht, oder gefällt dem Kunden nicht. Und da gibt es bei uns einfach immer eine Lösung. Wir sind immer erreichbar. Wir schreiben E-Mails zurück. Also sehr oft mache ich das auch gerne selbst noch, um einfach die Kundenstimme zu hören. Und das wird auch gesehen bei unseren Kunden und auch wertgeschätzt. Und deswegen vertrauen uns die Kunden auch, wenn wir mit einem neuen Produkt auf den Markt kommen. Diese Woche ist es wieder soweit, diesen Sonntag. Da bringen wir den 5 Liter Nachfüllkanister auch aufgrund des Umweltgedankens auf den Markt für den Bio-Antikalkspray. Und da vertrauen uns die Kunden einfach, dass wenn wir etwas sagen, dass es dann auch wirklich zu 100% stimmt, und wir nicht schnelles Geld machen wollen, sondern im Gegenteil einfach lang bestehen bleiben und ein gutes Service bieten. Das ist einfach bei uns das Um und Auf. Da verzichte ich ganz gerne mal auf irgendwelchen Profit. Ja, so wie beim Duschkopf, das kann man ja alles eben nachfüllen, das ist das Feine. Die Genau. Scheiben kann man auch austauschen. Ich glaube, da Genau. habt ihr auch verschiedene Varianten, Genau. wahrscheinlich mit der Information oder dass sie sich verändert. Ganz genau. Also wir haben jeder Packung liegt eine Reservescheibe dabei. Also Scheibe reden wir dann wirklich von dieser Streuscheibe, die ist dann sehr, sehr leicht einfach abzuschrauben und dann zu wechseln, aus dem einfachen Grund, weil die kleinen Löcher natürlich ab und zu einmal durch einen Staub oder durch sonstigen Verschmutzungen verschmutzen können. Und das Gute bei der Zugspitze ist, dass sie ja völlig transparent ist. Das heißt, man sieht sofort, ob die im Inneren einfach sauber ist oder nicht. Und das hat man bei keiner anderen Dusche. Ja, und wenn man es dann einmal weiß, dass sie verdreckt ist, dann kann man die Dusche nicht zerlegen. Unsere kann man bis auf alle 23 Einzelteile zerlegen, komplett reinigen und wieder zusammenbauen. Und diese Anleitungen gibt es alles in den Paketen, die geliefert werden, beziehungsweise auf unserer Webseite. Also da habe ich, glaube ich, was sind 10 Videos gemacht, nur um das zu erklären. Und das wird dann auch geschätzt und ist vor allem ein nachhaltiges Produkt. Wir bieten 5 Jahre Garantie. Wenn irgendwas ist, wird das ausgetauscht. Und man kann trotzdem noch Teile davon weiterverwenden. Da würde mich noch interessieren, wie ist es mit der Produktion? Also wo fertigt ihr Ja. eure Produkte und auf was achtet ihr da genau? Wir haben unsere Produktion in Bayern, am Chiemsee, in Grasau. Also wir haben die in Österreich entwickelt, designt, gemeinsam mit den Konstrukteuren in Bayern. Wir arbeiten mit einem sehr kleinen Familienunternehmen zusammen. Unser Kunststoff zum Beispiel wird in der Schweiz produziert. Das ist ein extrem hochwertiger Kunststoff, der auch für Autoscheinwerfer genutzt wird oder für sehr starke Wasserfilter, die man vom Hauswasserzähler kennt. Extrem hochwertiges Produkt, nennt sich Trilamid. Und bei der Produktion achtet man natürlich darauf, dass wirklich auch wir zum Beispiel, wir haben beim Einpacken zum Schluss in die Verpackung das Vier-Augen-Prinzip. Da wird eine Kollegin packt den Duschkopf noch einmal ein, der andere Kollege packt ihn noch einmal aus und schaut ihn noch einmal an und packt ihn wieder ein. Also wir haben da einfach, wir schauen ja wirklich auf extreme Qualität. Und dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, haben wir natürlich auch die Sicherheit der Arbeitsplätze in Deutschland und vor allem auch der Arbeitsplätze hier bei Alpenkraft in Österreich. Und ja, das macht uns stolz am Ende des Tages. Jetzt habe ich schon 2, 3 Mal gesagt, aber es ist wirklich so. Wir sind schon selbst von unserem Erfolg überrascht worden. Und jetzt gilt es, diesen positiven Spirit da in den nächsten Jahren mitzunehmen und noch auszubauen. Und das sehen wir sehr motiviert entgegen, ja.
Ja. Gibt es da vielleicht auch Zukunftsvisionen, von denen du schon berichten kannst, in welche Richtung es noch geht? Oder ist das noch internes ja, Na, Geheimnis? es sind überhaupt keine Geheimnisse. Also ich spiele sehr eigentlich immer mit offenen Karten. Ich habe viele Ideen im Kopf, die ich noch machen möchte. Also gerade den B2B-Bereich, den Hotelbereich möchte ich auf alle Fälle noch ausbauen. Ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial dahinter ist. Also natürlich vom Geschäftlichen aus, aber auch für Hoteliers etwas Gutes für den Gästen zu tun. Und dabei auch noch Geld zu verdienen. Ja, also kaum ein Hotel verkauft eine normale Dusche. Ja, diese Dusche wird an Gäste verkauft und da kann man natürlich dann auch ein Geschäft daraus machen, ganz ehrlich gesagt. Wenn man selber mal im Hotel zu Gast war, dann weiß man, dass 90% der Duschen dort einfach schlecht sind. Ja, das Ja. ist einfach so. Und ich denke, neben Schlafen und Essen ist das Duschen eines der wichtigsten Dinge. Also das eines der Segmente, die ich ausbauen möchte, also den B2B-Bereich allgemein. Und dann gibt es natürlich viele weitere Produkte. Also es kommt demnächst auch die Halterung für die spezielle Dusche auf den Markt. Es werden weitere Reinigungsmittel auf den Markt kommen im Haushaltsbereich und in diese Richtung. Also mir schweben auch andere Kategorien vor. Ich bin leidenschaftlicher Koch- und Barbecue-Fan, ja. So, jetzt bin ich schon einmal überlegen, welche Produkte wir hier unter dem Brand Alpenkraft auf den Markt bringen können. Also so wird es in diese Richtung funktioniert das und spiele gern mit Düften, mit nachhaltigen Produkten, mit Dingen, die den Leuten wirklich Spaß und Freude machen. Und da wird ganz sicher noch einiges kommen. Also schon in diesem Jahr kommt einiges. Einfach immer wieder auf die Webseite schauen. Ja, also ich mache das auf jeden Fall, da freue ich mich schon, was ich sehe. Und ich habe ja noch nicht alle Produkte ausprobiert, aber das kommt jetzt noch. Super. Ja, unbedingt ausprobieren und sehr gerne auch Feedback geben. Wir sind auch auf Trustpilot, wo man uns bewerten kann öffentlich. Da freue ich mich natürlich über jeden positiven, aber auch kritischen Eintrag, weil nur so können wir uns verbessern auf alle Fälle. Ja. Okay, und zum Abschluss gibt es eine spezielle Botschaft, die du den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht was dir speziell in Bezug auf ihre Gesundheit oder Ja. auch ihr Verhalten am Herzen liegt. Also ich denke, wenn man das Leben mit etwas Hausverstand begegnet, ja, dann weiß man, dass man eine Aluminiumdose nicht aus dem Autofenster hauen soll. Ja, also das sind alles Sachen. Ich glaube, da kann man sich ein bisschen selber bei der Nase nehmen. Ich habe mir das einmal ein bisschen durchgerechnet. Also in Deutschland werden Hunderte Millionen Liter Wasser gespart, wenn jeder Deutsche, nehmen wir jetzt Österreich zusammen, nur eine Sekunde früher das Wasser abdreht. Eine einzige Sekunde das Wasser früher abdreht. Da rede ich jetzt noch nicht davon, dass man das Wasser abdrehen soll, wenn man sich einseift, ja, sondern einfach nur eine Sekunde früher abdreht. Da sind das mehrere Millionen Liter Wasser, die eingespart werden. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen nach außen trägt, und mir geht es vor allem so, wenn ich mir jetzt die Hände wasche oder unter der Dusche stehe, dann denke ich jedes Mal daran, drehe das Wasser ab so schnell wie möglich. Und wenn das jeder im Kopf ein bisschen drinnen hat, dann sind das einfach hunderte Millionen Liter Wasser und das am Tag, die da eingespart werden. Das ist so etwas, was ich so mitgeben kann im Sinne der Nachhaltigkeit und der Umwelt. Das Wichtige einfach ist, mit Hausverstand der Umwelt zu begegnen. Wir haben leider oder Gott sei Dank nur den einen Planeten. Auf den sollten wir ein bisschen schauen. Stimmt. Danke für deine abschließende Botschaft und dass du dabei warst. Sehr Und gerne. liebe Zuschauer, es ist alles unter dem Video wie immer verlinkt. Also ihr findet Alpenkraft, alle Produkte und schaut total gern vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke herzlich. Ciao. Danke. Für mehr Leuchtkraft-Inspirationen kannst du gerne den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Du findest unter den Videos meinen Telegram-Kanal und über meine Website kannst du gerne meinen Newsletter bestellen. Bis zum nächsten Mal bei Leuchtkraft TV.